Wer gegen Kohle ist, muss Photovoltaik unterstützen. Das Tolle an PV-Anlagen ist dabei, dass man sie ganz einfach auf dem eigenen Dach oder dem gemieteten betreiben kann und dass die Einspeisevergütung für 20 Jahre garantiert ist. Eine durchschnittliche PV-Anlage hat nach 2 bis 3 Jahren die Energie für ihre Produktion schon wieder reingeholt. Allerdings gibt es noch viel zu wenige PV-Anlagen auf den Dächern. Es gäbe noch Dutzend Millionen Dächern, die eigentlich Möglichkeiten bieten. Denn mittlerweile rentieren sich nicht nur Dächer mit südlicher Ausrichtung, sondern auch mit Ausrichtung nach Westen oder Osten oder Flachdächer. Inzwischen kann man auch kleine Solarmodule, zum Beispiel auf der Terrasse oder auf dem Balkon, anschließen. Die kosten dann so zwischen 400 und 600 Euro. Und beim Umzug kann man sie einfach easy mitnehmen. Die Fridays for Future-Forderung, dass PV-Anlagen für neue Baugebiete oder Flächen vorgeschrieben sein müssen, muss umgesetzt werden. Am besten, ihr konfrontiert damit euren lokalen Stadtrat. Oder ihr versucht, auf euer persönliches Umfeld einzuwirken und so zumindest über die Forderung aufzuklären und vielleicht im Kleinen etwas Gutes zu erreichen.